Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Mein Gott, stellen wir uns hier einen Wolf. Beim letzten Mal war es noch dunkel, jetzt ist es wieder hell. Genau, wir haben die ganze Nacht hier gewartet auf euch, keiner war da. Das ist ja komisch. Wir sind wenigstens ein Steg hin und her gelaufen, weil wir da haben gedacht, na, irgendwann müsste er kommen. Genau. Auf jeden Fall, wir haben es euch angedroht, heute wird es wahrscheinlich zum Wörthersee gehen. Ja, das hat sich jetzt gerade wieder geändert. Ja, wir müssen nämlich ein paar Umplanungen machen. Das erzählen wir euch aber gleich, und zwar nach dem Intro. Koffer sind gepackt, könnte man sagen. Naja, zumindest der Rucksack. Ja. Und wie heißt es so schön? Nichts ist so änderbar wie ein Plan. Genau. Der Spruch geht anders, aber ich weiß nicht, aber... Nichts ist beständiger als Pläne, die geändert werden? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das klingt noch besser. Ja. Denn so ist es gerade. Wir hatten uns überlegt, wir wollten heute mit der Bahn zum Wörthersee und wollten dort ein bisschen was machen. Haben auch ein paar Impressionen hier aus dem Buch. Also sprich Sommerfreude, Ausflugsspaß mit der Kärntencard. Für euch die Kärntencard aktuell für 5, nee, stimmt gar nicht, für 7 Tage, ne? Für 7 Tage, genau. Kostet sage und schreibe 52 Euro. Ja, ist nicht ganz günstig, aber dafür die ganzen Attraktionen, wenn ihr die nutzt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Also zweimal die Gerlitzen rauf und runter und schon habt das drin, weil die würden euch 60 Euro kosten. Also ist nicht so, als wenn sich das nicht lohnt würde, aber ist schon teurer. Wir kennen es noch mit, ich glaube, 20 Euro, ne? Ja. Aber da waren es auch weniger als 100 Attraktionen, die da stattgefunden haben. Unser Ziel jetzt, wir wollen mit dem Bus nach Villa Hauptbahnhof. Von dort aus geht es dann nach, oh Gott, zu einer der Bergbahnen. Und zwar zur Golleck-Bergbahn. Genau. Da waren wir 2020, wollten die nehmen. Ja, da sind nicht mehr gefahren. Also haben wir uns heute extra informiert, fährt das Ding überhaupt? Laut Internetseite fährt es, also machen wir das. Das heißt, wir fahren mit euch hoch auf die Golleck und gegebenenfalls melden wir uns von dort wieder oder, wenn uns jetzt noch irgendetwas passiert, auf den Weg dorthin. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Da sind wir dann mal oben. Wir haben eine schöne Kuchenzeit jetzt hier gemacht bei Wasser und Kuchen. Und strahlenden Sonnenschein. Strahlenden Sonnenschein, genau. Wir hatten ein kleines Problem. Der Bus hätte sehr lange gebraucht, bis wir gefahren sind. Also sind wir tatsächlich vom Bahnhof Spital am Millstätter See. Heißt der wirklich Millstätter? Ja, Millstätter. Wenn der so heißt, heißt er so. Und dann sind wir wirklich von dort aus zu Fuß 2,8 Kilometer gelaufen. Millstätter See, weiß nicht, kann man das sehen? Nee, ja, jetzt gerade nicht so richtig. Wir blenden da ein Bild ein, das wird vielleicht funktionieren. Ja, man sieht die Autobahn von hier oben. Also, es ist schon ganz toll. Wir sind aber nicht ganz komplett oben auf der Golleck, die ist nämlich da ganz oben. Genau, das zeigen wir euch mal. Da hinten. Oben. Da haben wir es jetzt nicht hingeschafft, weil, nö. Da läuft er heute nicht hoch. Da läuft er heute nicht hoch, aber das könnt ihr ja mal selber machen. Sonst, wie gesagt, mit der Kärntencard ist hier die Bahn mit inklusive. Und ich glaube, jetzt werden wir euch richtig tolle Bilder einfach mal zeigen. Ich stehe auf der falschen Seite. Was machst du denn hier? Naja. Geht ja immer so rum, ne? Mal andersrum. Nee, andersrum wollen wir nicht. Wir sind andersrum genug. In diesem Sinne, jetzt seht ihr ein paar coole Bilder von hier oben und dann geht's für uns wieder runter.
You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Ich denke mal, ihr habt jetzt wieder wunderschöne Bilder gesehen. Hier genau. Oben von der Goldeck, wie gesagt, wir waren nicht ganz oben, waren wir 2014, da sind wir gelaufen. Heute nicht, weil wir sind halt schon viel durch Spital gelaufen. Ja, das waren schon ein paar Kilometer, die wir dann jetzt schon gelaufen sind. Ja. Und wir wissen nicht, ob wir unten nochmal die SEM 2,8. Theoretisch von der Zeit her könnte es passen, dass wir den Bus kriegen. Aber was jetzt, wenn nicht, dann haben wir A-Karte. Plus, es ist auch, man muss auch gucken, wie voll der Bus ist. Ja, ja. Ne, gucken, durch die Ferien, also, durch die Schulzeit genau. Und die Uhrzeit haben anscheinend die Schüler alle schon frei. Unfassbar. Jetzt unser Plan, dass wir zurückfahren zum Ossiacher See, wollen nochmal eine Paddeltour machen. Und vielleicht springen wir auch heute nochmal rein. Bestimmt. Ne, dass wir das nochmal genießen, weil ich war ja jetzt auch drin. Ja, war schön, ne? Ja, muss nur mein T-Shirt wieder anziehen, weil bei der Hitze brauche ich ein anderes T-Shirt. Ich kann ja, leider ja, so nicht rein. Ist ja alles kein Problem. Aber er war gestern nämlich mit mir schwimmen. Das war schon schön. Ja. Ja. Hat das geschafft, mich zu überreden. Ja, das heißt, wir melden uns vom Ossiacher See wieder. Und morgen haben wir ein Auto gebucht. Und da wollen wir dann auf jeden Fall zur Nahe. Oh Gott, was ist das? So eine Art Kloster und vielleicht ein Planetarium in Klagenfurt. Und vielleicht schaffen wir es da zum Wörthersee. Also wir haben das noch nicht abgehakt bis für heute. Das wäre einfach zeitlich nicht wirklich drin und wir wollen ja auch ein bisschen uns erholen. Genau. Und mit dem Auto ist es natürlich praktischer, ist klar. Da ist man schneller hin und wieder zurück. Das geht halt hier jetzt mit der Bus und Bahn. Natürlich nicht so gut, das ist halt klar. Ja, da sind wir ein bisschen auf die Öffis angewiesen und die fahren leider Gottes nicht so toll. Nee. Gerade jetzt auch von Villach zum Ossiacher See. Was das auch alles kostet und so weiter, das machen wir ja später eh nochmal. Fällt mir nämlich gerade nochmal dazu ein, auch wenn wir jetzt hier diese ganzen Bahnen fahren, da können wir mal eine Aufstellung machen, oder? Da was wir so benutzt haben und im Prinzip, was die Kärntenkarte gekostet hat, also eine Gegenrechnung. Dann seht ihr das nämlich auch, ob sich das lohnt oder nicht. Das machen wir. Und jetzt genießen wir die Fahrt. Nach unten. So, kurz und knapp, Bahn kommt. Genau, und zwar von da. Von da, genau. Sehe ich sie gerade. Eine negative Sache haben wir leider gerade erfahren. Und das muss man wirklich aufpassen. Leute, wenn ihr die Erlebniskarte habt, egal Millstätter See oder halt also Ossiacher See, nur ganz bestimmte Buslinien sind im Preis inklusive. Das mussten wir jetzt schmerzhaft lernen, weil wir jetzt mit Bus gefahren sind. Also für so 2,8 Kilometer haben wir jetzt 5 Euro zusammen. Aber genau, 2,50 ja, pro Person gut. Ist jetzt in der Stadt auch der Tarif, aber wir dachten halt, es wäre inklusive. Genau, muss man nur wissen, deswegen sagen wir das und gut ist es. Ist aber jetzt, macht uns ja nicht der an. Also. ÖBB, die da jetzt kommt. Die ist mit drin. Die ist ein paar Sekunden inklusive. Die fahren wir jetzt. Und da fahren wir jetzt nach Villach und dann gucken wir mal, wann der Bus fährt Richtung Seecamping Berghof. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out?
Why do you keep telling me nothing? But I know why flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you, and I know all your colors. And I guess. So, diesmal mal nicht vom Steg, weil wir haben keinen Bock, jedes Mal auf den Steg zu warten. Deshalb stehen wir jetzt vom Auto, weil wir ein bisschen hier auch aufräumen müssen. Mhm. Ganz schön viel Laub da oben auf dem Dach. Morgen soll es nämlich regnen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, ist relativ hoch. Und bevor das alles nass wird, oder beziehungsweise morgen früh ist das ja eh feucht und dann kann das nicht alles trocknen, haben wir gesagt. Genau. Bauen wir das einfach ab, packen es ins Auto, gut ist. Und wenn wir es wieder brauchen, können wir es wieder rausholen. Auf jeden Fall wollen wir nicht abreißen. So, ihr habt bis jetzt gesehen, Wörthersee irgendwie noch immer nicht. Morgen der Plan Wörthersee. Ich gebe das nicht auf, irgendwann Lenny Berger noch am Schloss am Wörthersee, auch wenn er schon Jahre tot ist, aber man versucht es ja immer noch, dass der vielleicht auftaucht. Ja, meine Eltern haben da mehr Glück, denn die sind gerade bei der Filmkulisse vom Bergdoktor. Was hat das mit Lenny Berger zu tun? Naja, es ist auch eine Berühmtheit vielleicht, weil die sehen nämlich die ganzen Berühmtheiten von den Bergdoktor-Gedödel da. Aha. Keine Ahnung, habe ich keine Ahnung von, gucke ich nicht, weiß ich nicht, aber für einige ist das vielleicht doch interessant. Mal gucken, ob sie Fotos machen. So. Ja, mal sehen, genau. Genau. Das heißt, für uns war es das jetzt und nicht im nächsten Teil, sondern morgen, also wenn wir einmal die Augen auf und, nee, stimmt gar nicht, erst zumachen, dann aufmachen, dann geht's wieder weiter hier. Mal raus das Ding. Ja, Plan B, wenn die Kamerakabel nicht mehr sind, ihr düsbaddelt. Also ich düsbaddel, weil ich bin ja für die Kamera zuständig. Ja, naja, kann passieren. Aber das wir haben ja andere Technologien, ne? Wir haben uns ein Auto gemietet, das steht irgendwo da hinten. Ja, das war jetzt noch eine Hexerei. Also das hätten wir nicht gedacht, dass wir das schaffen und jetzt fährt das Schiff auch noch verspätet los. Wir hätten also gar nicht rennen müssen. Ja, wir haben hier Schloss am Wörthersee, ne? Ja, und wir haben uns jetzt einfach entschieden, weil es ist eine Mäßigung in der Kernkarte drin, dass wir einfach jetzt mal so eine Tour machen nach Mariawürth und zurück. Genau, mit dem Schiff. Dass wir wieder sagen können, ein bisschen Wörthersee haben wir dann doch gemacht. Genau. Und Impressionen, das kriegt ihr jetzt zu sehen. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you, and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe, without you I'm lost. I'm lost, yo. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? On your mind, I think it's time to speak. I have crossed.
just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. Ooh. Only time will tell. Ooh. Tell. Ooh. Eislos am Wörthersee, am wunderschönen Wörthersee. Na, das war ja eine Bootsfahrt. Ja, und du hast schön Schlager noch gehört. Oh, ach, da freut sich doch wieder drüber, ne? Aber es gehört einfach dazu. Das war mir fast klar. Hätte mich gewundert, wenn es nicht ist. Und wir müssten es ja nur einmal anhören. Im Gegensatz, alle, die hier umher sind, die müssen das immer dreimal. Und bei dreimal kommt das Schiff hierher. Mhm. So ist es. Aber wir waren eine schöne Tour. Natürlich nicht aufs Internet hören. Da steht nämlich 10 Uhr 30 drin. Nee, wir sind um 11. Es ist 11, genau. Wir haben uns so viel Stress gemacht für nichts und wieder nichts. Haben Sport am frühen Morgen getrieben. Gott, hätten wir es schön haben können. Jetzt aber, weil das Wetter noch so gut ist, versuchen wir unser Glück auf dem Pyramidenkogel, in dessen Preis inkludiert. In der Kernkarte, genau. In der Kernkarte. Und wenn der Fahrstuhl funktioniert, fahre ich hoch. Funktioniert er nicht, laufe ich auf keinen Fall hoch. Na, mal gucken. Und jetzt noch ein kleiner Schwenk nach da zur Schiff. Was war das? Santa Lucia. Mit der sind wir gefahren. Das war eine Abfahrt. Erstmal eine Auffahrt. Ja, ich wollte sagen, erstmal ab in den 10. Stock. Ja. Also, naja, ich kann sagen, ich war wenigstens auf der Plattform drauf. Ja. Hab die Ferne geschaut. Für Leute, die Höhenangst haben, ist das natürlich schon so eine besondere Sache. Sagen wir es mal so. Geht alles, aber so ganz oben rauf, nee, das geht nicht unbedingt. Also, da muss man halt gucken. Man kann so aus dem Fahrstuhl noch raussteigen, glaube ich, ne? Hast du. Und du bist dann im Prinzip runter in die nächste Etage, weil das zu war, ne? Genau. Und bist dann im Prinzip im Gegenverkehr wieder raufgegangen. Also ist nicht so ganz erlaubt, aber ganz ehrlich, was willst du machen, wenn du sonst nachher nicht mehr runterkommst? Ich würde sagen, die Alternative wäre gewesen, ich wäre da jetzt oben geblieben. Ja, ist egal. Und ich bin dann natürlich mit der Rutsche noch runter. Also erstmal hoch, klar. Und dann mit der Rutsche runter. Das war, wie soll ich sagen? So, wird's wieder leiser. Ja, wie war's? Ja, das war mit der Rutsche eine coole Sache auf jeden Fall. Es war sehr schnell. Ich wollte eigentlich eine Aufnahme machen, aber... keine Chance. Nee, keine Chance. Ich musste mich festhalten und so weiter. War ja auf so einem Teppich drauf.
Und unten angekommen, da ist dir aber erstmal ein bisschen schwindelig, weil das dreht sich ja die ganze Zeit im Kreis. Das seht ihr gerade hier an der Seite, ne? Also ja. Wie er da runden, da Glück gehabt, dass ich gerade in dem Moment auch gefilmt habe, weil man wusste ja nicht, wann ist er jetzt, wann geht's los, wann geht's nicht los. Ja, war schon witzig. Also kann ich jedem empfehlen, der Lust hat auf Rutschen. Also so eine schnelle Trockenrutsche hatte ich auch noch nie. Genau, und die Rutsche kostet 4 €. Das ist aber wichtig. 5 €? 5 €. Es gibt irgendwie, wenn ihr 5-mal rutscht, gibt es irgendwie Sammelangebot. Ach so. Das oder vielleicht wahrscheinlich, wenn mehrere rutschen oder so. Das weiß ich nicht. So, wir werden jetzt weiter Richtung Klagenfurt fahren. Und dann schauen wir mal, was wir da erleben. We'll be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Beyond our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Yeah. Der Stefan ja mal eine gute Idee, ihr müsst ja unsere Hackfresse nicht die ganze Zeit sehen. Schaut doch einfach mal auf den schönen Wörthersee. Ja, da hinten zieht es ganz schön zu, ja. Das sieht man ja schon. Aber das ist kein Problem, wir wollen ja dann ins Planetarium, also wenn es hier wirklich runterkommt, dann wollen wir im Trockenen sein. Wir könnten euch jetzt die Story erzählen, wie dieser Wörthersee entstanden ist, hätte ich nur ansatzweise aufgepasst. Ich weiß, dass irgendein Gnom es nicht gut fand, dass die Menschen die ganze Zeit gefeiert haben. Ein kleines Männchen. Und das zu Ostern wurde geflutet und so ist der Wörthersee entstanden. Das ist die Kurzform. Wenn ihr die lange Form haben wollt, dann müsst ihr einfach mal mit dem Schiff fahren von Fellen Richtung Maria Wörth und zurück. Dann erfahrt ihr die ganze Geschichte. Oder soll ich es sagen? Weil ich kann es, glaube ich, noch aufsagen. Du sollst ja die Leute animieren, herzukommen. Wenn du das uns erzählst, dann ist doch... Na, dann kommt man ja. Unfassbar. Ja. Genau. Willst du jetzt noch mehr die schlechte Wolken da zeigen? Oder? Nö. Also hier gibt es auch noch eine Badeanstalt. Die ist auf der Seite. Naja, zumindest ein Booteverleih oder sowas. Genau. Also Wind kommt auch schon auf, wie gesagt. Aber ja. Der tut ansonsten aber auch gerade richtig gut, so schwül wie es ist. Ja. Aber ich gehe davon aus, wir gehen jetzt durch den... Park zurück. Durch den Park, glaube Europa-Park heißt das sogar. Gehen wir zurück ja. Richtung Planetarium und schauen uns das einfach mal an, was wir da erleben. Zurück auf unser Platz lassen wir die Sonne nochmal so richtig genießen, bevor morgen Regen und sonst was für Sachen hier runterkommen sollen. Genau. Haben wir aber einen richtig tollen Tag genossen. Eben gerade waren wir nochmal essen hier im Restaurant direkt am Platze. Hast du Bilder gemacht? Ich habe 2 Bilder gemacht, werden euch jetzt eingeblendet. Genau, sehr gut. Also war richtig lecker. Mhm. Wir haben mit Trinkgeld 50 € bezahlt. Ja, alles gut. Also das finde ich vollkommen in Ordnung. In Deutschland hätten wir schon viel mehr bezahlt dafür. Also definitiv. Wenn wir jetzt mal so durchrechnen, also wir haben hier die Gerlitzen mit 30 €. Leider Gottes weiß ich immer noch nicht, was die Goldeck kostet. Ah, ich glaube 18 € oder ja, sowas. Eine oder 19 €. Sind wir bei 48 €. Dann haben wir definitiv den Pyramidenkugel mit 18 oder 16. Machen wir mal 15 €. Also ja. Man merkt schon, man ist auf jeden Fall über die 52 €.
Ja. Und dafür hat es sich gelohnt. Wie gesagt, wir haben ja Schiffsfahrt haben wir schon ein bisschen Rabatt. Wir haben ja 50% Rabatt bekommen. Ja, also normalerweise machen wir ja mehrfach die Görlitzen. Haben wir diesmal nicht entschieden. Wir haben das einfach hier genossen. Und wie gesagt, das mit dem Auto hat uns 44 gekostet. Ne? Ja, aber war eine super Sache. Also und dann der Sprit noch dazu. Also 55 Euro haben wir dafür bezahlt. Aber wir waren einfach damit frei. Ich kann Wohnwagen Fahrer sehr verstehen, wenn sie das Auto bei haben mit so einem Wohnmobil, ist es dann schon schwieriger. Aber es war richtig toll, wir haben richtig was erlebt, das habt ihr alles jetzt gesehen. Mhm. Ja, für den Platz selber, das werden wir euch erst im nächsten Video erzählen, was wir da bezahlt haben. Ich gehe davon aus, es sind so knappe 190 Euro. Genau, aber, das stand so auf der Rechnung auch. Mhm. Aber wir werden uns das morgen nochmal genauer anschauen. Das soll es aber in diesem Video auch schon gewesen sein. Diesmal habt ihr viel mehr gesehen. Also nicht nur den Ossiacher See, sondern auch den Wörthersee. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier nach Kärnten zu kommen. Ja. Und in diesem Sinne, ja, er trinkt einen Wein, ich trinke ein Wasser. Ich werde den Wein genießen. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Prost. Prost. Und euch tschüss. Tschüss. So, jetzt muss noch einer ausmachen.